Also, Carmen Amrhein und Jutta Klar sind für uns da mit dem Hackbrett und mit dem Stück Concerto 3. Carmen Amrhein und Jutta Klar, die Siete Kumpa. Ja, das ist also das Hackbrett. Das wollen wir uns doch mal aus der Nähe jetzt anschauen. Concerto 3, ein Stück, haben wir eben gehört. Was ist das für ein Stück, Carmen? Das ist ein Stück aus wieder einer Handschrift, und zwar der ältesten, die es in ganz Deutschland gibt, aus dem Barock. Jutta? Eindeutig aus dem Barock. Mhm. Gefunden in Donaueschingen, in der fürstlich-fürstenbergischen Hofbibliothek. Man weiß nicht, wann sie geschrieben wurde, aber vom Stil her eindeutig barock. Mhm. Geschrieben von einer Klosterfrau. Wunderbar. Von Maria Constantina Voglerin. Heute liegt dieses winzig kleine Büchlein ungefähr im Format A5, was wir heute so unter A5 verstehen, in der Landesbibliothek in Karlsruhe. Und das ist wirklich ein ganz toller Fund, der erst vor wenigen Jahren entdeckt worden ist. Also ich höre Ihnen unheimlich gerne zu. Jetzt wollen wir uns doch auch mal das Instrument anschauen, das Hackbrett. Wie spielt man's? Carmen, wollen Sie es mir zeigen? Wie man spielt, ist eigentlich ganz einfach. Also man hat Schlägel. Sagen Sie jetzt so. Ja, sag ich. Man hat Schlägel, die man jeweils in einer Hand hat, mit der richtigen Fingerhaltung. Mhm. Und dann ist es eigentlich wie Ball spielen. Also wie ein Gummiball, der auf die Seite drauf fällt. Mhm. Und ja, man braucht halt sehr lockere Arme, sehr locker, einen guten Stand aber auch und ja, Treffsicherheit. Wie viele Seiten haben Sie denn? 96 auf meinem und du hast fast genauso viel, ne? Was waren das? 94. Inwiefern unterscheiden sich jetzt die Instrumente? Die sind baulich ein klein bisschen unterschiedlich. Das hat nach oben etwas größeren Tonumfang. Kann ich auch einmal? Aber bitte gerne. Mit beiden. Wer mal geraucht hat, der weiß. Ach, ja, also ehrlich? Ja, so sagt man. Ich auch, habe auch nicht geraucht. Mhm. Also ich verstehe aber, was Sie meinen. Genau. Und dann eigentlich nur die Hand locker schließen um den Griff herum und dann an der Stelle spielen, wo die Seite hochliegt, nahe vom Steg. Oh. Genau, jetzt haben wir schon eine wunderschöne kleine Sekunde. Einmal angeschlagen und schon schief, der Ton. Ja, gut. Jetzt ein bisschen mit Gefühl.
War das wenig gefüllt, Jutta? Das war heftig. Heftig. Ja. Ja. Wunderbar. Ja, okay. Genau. Aber wie mache ich das denn synchron? Das ist, glaube ich, die Herausforderung, ich glaub, oder? Da müssen die Sie aber Ihre ja, ich gebe Ihnen mal mein Heiligtum. Ja. Hier, so meine Karten. Ich pass auf. Mein Fahrplan für die Sendung sozusagen. Genau. Und die Instrumente sind im Halbtonschritt aufgebaut, also in den Halbtönen. Das heißt. Und so weiter. Das heißt, man kann da auch schön nacheinander. Wow. Spielen. Toll, hört sich gut an auf jeden Fall. Ich glaube, wir zwei, wir stehen später hier noch mal 2 Stunden. Und aber dann gerne. Genauer an. Ich weiß aber, dass es jetzt mit dem Kuchen weitergeht. Und Peter ist schon aufgeregt. Sehen Sie, der Kuchen ist fertig. Das heißt, wir könnten doch quasi rübergehen, oder? Ja. Ein bisschen Kuchen essen, das machen wir. Unser Kuchen mit der pochierten Birne ist bereit zum Verzehr. Vielen herzlichen Dank. Siete Gumpa bei uns heute. Alemannisch, ne? Genau. Ach, etwas gelernt auf Alemannisch, finde ich gut. Wollen wir rübergehen, Kuchen essen? Gerne. Also.